Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir wollen heute mal wieder was kochen. Und zwar eine verhältnismäßig schnelle und einfache Nummer, die auch verhältnismäßig günstig ist. Für alle, die mal nicht immer so viel Kohle auf der Hand haben, auch gerade so in Corona-Zeiten ist das ja ab und an mal ganz gut, wenn man da auch mal den Geldbeutel ein bisschen schont. Dafür gebrauchen wir, ach, die Nase, ich kriege heute noch einen drauf. Dafür gebrauchen wir grüne Bandnudeln. Lachs, den habe ich auch noch im Tiefkühler liegen. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Frühstückszwiebeln, eine rote Zwiebel, eine Limette, ein bisschen Schlagsahne und ein bisschen Brühe und Zucker. Und das war's schon. Viel mehr brauchen wir nicht. Ich nehme eine schöne große Pfanne, ein bisschen höher, weil da halt auch viel Soße reinkommt und wir viel runter reduzieren wollen. Da habe ich jetzt schon mal ein bisschen Pflanzenöl reingetan. Wir nehmen ja immer gerne das Rapsöl. Und da tue ich jetzt die Frühlingszwiebeln rein. Boah, das sind aber viele. Ja, aber wir brauchen richtig Soße, ne? Wir wollen richtig Soße, das stimmt. Und dann tue ich da auch schon die roten Zwiebeln rein. Also eine rote Zwiebel. Genau. Dann geben wir hier mal ein bisschen Feuer, damit hier mal ein bisschen was passiert. Und das Ganze wird jetzt so ein bisschen angedünstet hier. Und dann wird das Ganze ein bisschen karamellisiert. Ich habe mir gerade noch mal schnell überlegt, dass ich mir doch noch eine kleine rote Chili da reintun will. So ein bisschen Schärfe ist ja gar nicht schlecht. Da kommt ja gleich Zucker mit drauf. Von daher ist das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn da eine ganze rote Zwiebel sage ich schon, eine rote Chili drin ist. Auch ruhig mit Kern, das ist nicht so schlimm. Wenn wir jetzt gleich karamellisieren, ist die sowieso gleich wieder weg und tut uns nicht weh. So, das ist jetzt hier alles schon so ein bisschen angebraten, so ein bisschen bräunlich zum Teil auch schon so, wie wir das haben wollen. Dann gehe ich da jetzt mal schön mit meinem Zucker rüber und werde das jetzt mal so ein bisschen ankaramellisieren. Das wird richtig, richtig gut, ne? Ja, das ist ja immer mein Bestreben. Währenddessen hole ich mal eben schnell unseren Lachs hier raus. Wie ihr seht, ist er noch tiefgefroren. Dann kann man den nämlich klasse verarbeiten. Hallo. Einfach klein zu schneiden, ne? Genau. Das werde ich jetzt aber nicht so machen. Ich mache das ein bisschen anders. Ich mache da jetzt erstmal Pfeffer und Salz drauf und ein bisschen was von dem Limettensaft. Den Limettensaft mache ich da immer drauf, weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass das mir zu fischig wird. Und ich mag das ja nicht haben, ne? Fisch, der nach Fisch schmeckt, ist ja okay, ja? Aber Lachs darf nicht tranig oder fischig sein. Wenn der tranig oder fischig ist, dann ist das für mich das Grauen schlechthin. Das kann ich nicht, kann ich auf den Tod nicht leiden. Deshalb, diese Limette mag mich nicht. Mache ich da jetzt so ein bisschen Limettensaft drüber. Boah, ist die fest, ey. Selten eine Limette gehabt, die so fest ist wie die hier. Und dann ein bisschen Pfeffer und Salz. Genau, jetzt kommt der Pfeffer und Salz drauf. Ich muss einmal kurz meine Hände trocken machen. So, ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Wir wollen ja auch ein bisschen Geschmack haben. So, jetzt habe ich mir meine Schale ja hier aufgehoben. Weg damit. Das nehme ich jetzt hier raus. Und dann brate ich mir gleich schön meinen Lachs an.
So, jetzt habe ich alles hier aus der Pfanne rausgenommen, habe das hier reingetan und jetzt schneide ich mir eben schnell den Lachs klein. Aber nicht so klein, ne? Nee, so schöne Scheiben wie diese hier. Wir wollen ja auch ein bisschen was an Lachs haben, ne? Den tue ich jetzt hier rein und brate mir den schön an. Gut ist natürlich, wenn man ein richtig scharfes Messer hat, was auch ein bisschen schlanker ist. Diese dicken Messer mit so einer mega dicken Klinge, die kommen da natürlich immer schlecht durch. Also sowas in der Art, oder ich habe ja auch das andere große, was ich auch super gerne benutze, das geht schon ganz gut. Damit kann man das klasse machen. So. Der ist jetzt ja noch gefroren. Ich brauche mal ein bisschen Öl. Den braten wir jetzt so ein bisschen an, damit er so ein bisschen Röstaromen bekommt. Und dann tun wir unsere eben angebratenen Grünzeug da mal wieder mit rein. Grünzeug, ne? Ja, Green Shit halt, ne? Aber nicht wirklich. Green Shit ist was anderes. So, jetzt muss das hier mal ein bisschen braten. Dann melde ich mich gleich. Du auch? Finde ich gut. Ja. So, unser Lachs ist jetzt schön angebraten. Jetzt tue ich unser vorher schön karamellisiertes Green Shit hier wieder rein. Super. Das Ganze köchelt jetzt schön weiter. Es kommt gar nicht mehr viel. Jetzt kommt da nur noch schön die Sahne drauf. So. Kein Salz mehr oder so, ne? Weil das kommt alles jetzt mit der Brühe. Ich tue mir da schön Brühe drauf. Und jetzt kommt wieder mein Standard. Das muss alles runter reduzieren, bis es richtig schön eine feste Soße geworden ist. Und dann sind wir nämlich auch schon fertig. Ihr müsst dann nichts mehr nachwürzen. Das schmeckt dann richtig, richtig, richtig geil. Wenn das jetzt so richtig schön am Kochen ist, dann können wir auch gleich das Nudelwasser aufsetzen, weil so mega lange dauert das auch nicht. Also ich schätze mal so eine Viertelstunde, dann ist das runterreduziert und dann ist die Soße tipptopp und dann versuchen wir auf den Punkt halt dann auch die Nudeln fertig zu haben. Genau. So, jetzt ist doch der Super-GAU passiert. Meine schöne Soße ist fertig. Aber die Nudeln brauchen noch einen Augenblick. Also müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Geht gleich weiter. Ups, ja, alles ganz laut, ey. Mein Gott. So, sieht das nicht genial aus? Ich finde, das sieht richtig geil aus. So, jetzt tun wir das mal hier schön drauf. Fast schon wieder ein bisschen zu dickflüssig geworden. Aber passiert halt. Ist doch okay. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das sieht doch richtig geil aus. Schöne große Lachsstücke, schöne grüne Nudeln, schöne kräftige Soße, die hintenrum so ein bisschen Schärfe hat. Ich finde es einfach geil. So, das war's. Super schnell. Wir haben eine Viertelstunde hat das jetzt gedauert, das runter zu reduzieren. Die Nudeln haben wir auch zu spät angemacht, leider. Also hätten wir ein bisschen früher angemacht, wäre das passender gewesen. Aber ich schätze mal, insgesamt dauert das Essen zu machen eine halbe Stunde. Und dann ist es fertig und schmeckt super geil. Sollte euch dieses Video gefallen haben, abonniert uns, schreibt uns Kommentare, gebt uns Daumen nach oben. Wir würden uns echt freuen darüber. Ja, damit war es das dann für heute, oder, Schatz? Ja. Wunderbar. Ja, dann sagen Tschüss. Ja, und Frank von foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.